Vielmals merci, dass ihr aber so zahlreich gekommen seid. Und ich grüße mich ganz herzlich auf die Präsentation von unserem Live Beds and Birds Projekt. Und wie dort mal hier an dem wunderschönen Gebäude von Biodiversum sind, wollte ich dann Herr Schley ganz herzlich begrüßen, den Purwert so wird also von der ANF, einfach für eine kleine Introduktion dazu. Maja, merci, Madame Grotz. Ja, Maja, als Repräsentant von der ANF, dann heute Abend als Direktor Jonas, also mein Fred an eher ihr Schein in unserem Haus am Biodiversum begrüßen zu können. Ich wollte nicht richtig für die Republik heute, ja, das klappt. Heute da wäre, da finde ich ein bisschen wie weit ausgeholt, aber ich habe keine Sorgen, ich komme relativ sehr auf den Punkt zurück. Das geht noch nicht zu lange, vielleicht am Anfang ein bisschen. Bisschen administrativ ausgehen. Ich wollte aber ganz kurz sagen, noch für die Leute, die vielleicht das noch nicht kennen, als ANF, als Naturverwaltung, weil das Hauptmissionen sind, das sind am Anfang 6, hauptsächlich den Naturschutz an erster Stelle und dann eben noch die Gestion von, also auch die Exploitation von unseren öffentlichen Büschern hier im Land, also Staatsbüscher, Gemeindebüscher und so weiter, nur ein System von Gestion durable, nachhaltiger Nutzung. Dann einfach auch probieren, die Privatbüschbesitzer auf dieselbe Weg zu kriegen. Viele sind da schon, andere vielleicht noch Männer. Das ist auch eine von unseren Aufgaben. Dann haben wir auch die Gestion von den juristischen Ressourcen. Eigentlich mehr auch da, also wie bei vielen, beim Management, Weltmanagement oder Distmanagement oder Datenmanagement, das ist meistens auch viel Menschenmanagement da dabei. Dann haben wir noch Polizeimissionen, das heißt, man effektiv auch in den Bereichen Naturschutz, Böschgestion, Jurist, auch noch Fischerei, die sich als Thema beim mit der Wasserwirtschaftsverwaltung umgesiedelt lassen, mit Police-Kontrolle, Police-Funktionen mir auch noch, sie auch mit mir auch. Aneben der letzte Punkt, Sensibilisierung von der Öffentlichkeit, was ja dann noch ein bisschen haut, ein bisschen Thema, thematisch rausspielt. Da würde ich jetzt ganz kurz ein paar Beispiele gehen zu dem letzten Punkt, was wir da so machen. Zum Beispiel, wie der vielleicht auch gesehen hat, wie der Rackum sieht, oder so gering Schild gesehen, hier links, mit Zeichen zum Beispiel als Naturschutzgebiet einheitlich, dass die Leute direkt merken, alle kommen an ein wertvolles ökologisches Gebiet. Und auch Natursantieren, die auch einheitlich gezeichnet gehen, löse bisschen, dass man auch da mit einem, ja, mit einem Wiedererkennungseffekt um Terrain und dass die Leute wissen, dass in Natur weh, wenn man den geringen Pfeiler schaut, oder weiße Pfeiler auf geringem Hintergrund, wird man sonst noch viel machen für die Santieren dann noch. Wo man zum Beispiel Publikationen, wo dann gleich eine Karte kriegt, wo sie können die Sentier gehen mit Informationen zu dem Naturschutzgebiet und zu den Sachen, die sie da können sehen. Wir machen aber auch mit Taschendokumenten, wie zum Beispiel im Bereich von der Jurist oder vom Wildtiermanagement, wo man auch viel Donnen haben, die sind, das sind ganz wertvolle Dokumente, die man oft braucht in der politischen Diskussion und für parlamentarisch Fragen zu antworten. Gell, Madame Minister, da brauchen wir die Daten halt ziemlich oft. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel so Publikationen, die waren, wo mich spezifisch irgendwie der Prä oder Loin mit Mensch ein Konflikt kommen, eins doch real, eins doch mehr psychologisch, mehr, das heißt, da sind wir auch ziemlich aktiv. Und in großer Wolle, wie wir die Sensibilisierung und Leid bringen, also eben noch via ein Centre Nature et Forêt, wo da hier seht, das sind dann fünf, die wir im Land haben, die wir gerieren, das ist eben der Burfeld zu Innsbruck. Also für den Norden, das mehr Büsch-Entdeckungszentrum, dann haben wir den Mirador zu Stengefort, dann den Allergrund zu Asch-Ulzig, das wird dann, sagen wir mal, echt auf die Alminieren Achse, dass die Tagebaugebiete, die natürlich Biodiversitätstaschen ganz wichtig sind, heutzutage. Dann haben wir den Wirwisch zu Mantanach, was mehr so die Relation Naturschutz-Landwirtschaft dokumentiert, und eben hier natürlich die Biodiversität zu remerschen. Ich denke, da ist es für ihn, was da geht, hauptsächlich dann noch Wasser, Lebensraum mit den Weihern, die eben hier sind, an die ganze volle Welt, die da drin hängt, via Ausweisung als nationales Naturschutzgebiet, als europäisches Natura 2000-Gebiet und noch als Ramsar-Gebiet. Voilà, du hast den Kuckuck schon irgendwo hören. Ah, das ist der Mädchen ein Telefon. Voilà, und vom Biodiversum sind wir dann eigentlich auch auf einem Punkt, eigentlich auch kommen, wo wir heute Abend schon ein bisschen mehr noch beikommen, dass die auch zusammen habe ich mit Natur und Umwelt, ich meine, die hast du ja auch exemplifiziert hier an dem Gebäude, wo auch ein Reimer der Bestand von Natur und Umwelt
sitzen, mit unseren Leuten all der zusammen schaffen. Und da haben wir wirklich auch ein bisschen die Zusammenarbeit ANF, natürlich auch indirekt an den Umweltminister, an eben Natur und Umwelt, sehr wird die SBL oder die Foundation eben noch weisen. Ich meine, die geht jetzt schon ganz lang. Die Zusammenarbeit habe ich jetzt ein paar Beispiele zum Teil mit der Foundation, wo wir dann zum Beispiel alle Jahre ein bisschen noch den Tag von Bärmatt organisieren, aber auch die Journée Internationale des Forêts am März. Und dann natürlich mit Natur und Umwelt, mit der SBL, haben wir dann noch ein Buch gemacht, Mammendeere von Lützburg, vier Serie von der Fülle weiterzuführen. Das wäre dann ein Buch, los, eine kleine Serie. Und Mammendeere der Fülle, das sind eigentlich auch die Arten, von denen es über die an dem Projekt hier geht, den hat nur noch vier gestaltet, dafür wollte ich am Anfang mal da abhalten und einen kleinen Übergang direkt machen, ob den Präsident von der Stiftung Hilfe für Natur oder Foundation Natur und Umwelt, Stiftung Hilfe für Natur oder irgendwie so. Ich meine, du siehst da richtig, Patrick, voilà, da wollte ich dir das Wort geben. Und dann vielen uns merci. Ihr seid gut, noch viel Spaß bei der Präsentation hier noch. Merci, Laurent, danke, merci und ich als ANF ne, für all die Zusammenarbeit, die wir über all die Jahre intensiviert. Aber lasst mich aber mal die offizielle Begrüßung machen. Ich meine, mein Minister ist noch nicht begrüßt, das will ich dann ausdrücklich aber heilig machen. Und wir sind natürlich besonders froh, dass ihr das auch hier hinkommt. Das ist für uns ein wichtiges Gelegenheit, die Live-Projekte, wie das sicherlich auch wisst, sind europäische Projekte von einer großen Envergure eigentlich. Ne? Das sind Sachen, die 5-6 Jahre laufen, die am Millionenbetrag sich chiffrieren, oder das nicht nicht. Und die weisen zwei Sachen. Die weisen eigentlich ganz klar, dass der Mitarbeiter von der Foundation ganz gut schaffen, weil das gibt es sicherlich nicht von der EU aus, man das Vertrauen kriegen für so große Projekte oktroyiert zu kriegen. Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass das Natur selber von der Foundation eigentlich den hier Budget auch für Terrain zu kaufen, am Sinn für dadurch, dass es mehr Mies auf Terrain ist, für dadurch sicherzustellen, dass die, die jetzige Ausdrucksform Biodiversitätskanz erhalten auf denen Terrain. Und das ist natürlich ein großer Atout, den wir dann haben für die Kombination, ne? Für exzellent Mitarbeiter kombiniert mit dem Pool von Terrain, den wir schon haben, und den Pool von Terrain, den wir weiter ausbauen. Und den wir natürlich ausdrücklich auch ausbauen mit der Hilfe von dem Fonds für die Protection de l'Environnement. Und auf dem wir im Moment zittern, weil wir nachher immer nicht so richtig wissen, wo wir da sind, wo wir dann ein bisschen den Bauch weh haben, aber wir sind ganz froh, wenn wir das sehr über die Bühne hätten. Bon, lo aber die konkrete Projekte hei, das ist übrigens schon der 7. Live-Projekt von der Foundation als Träger oder als Partner. Und das ist der 2. Lauf hier in den Osten, da sind wir nicht flott, wir haben den Orchis fertig gemacht hier im Osten, alle Munden laden die Bats and Bird da als Ausschluss drin. Und ich meine, das enthält sich dem schwierigsten Thema, den wir heute tun, und da das Strukturen an der Landschaft damit verbunden, den Habitat von einer Reihe ganz kritischen Exempel von Lebewesen. Und zwar haben wir da rausgeholt, vier Fullen, das ist die Stehkauz, die zwei Neumäderen, die großen und die kleinen an den Drehhälschen. Und dann haben wir auch noch zwei Fledermausen, Mais, ne, die groß. Ja, wo weiß ich nicht, ist pardon, an Wimpern, Fledermaus, Flantermaus, pardon. So, und ich meine, das ist ein richtig flottes Projekt, aber wir müssen auch realistischerweise sehen, dass es ein extrem schwieriges Projekt ist. Wir brauchen Strukturen da, wo im Moment keinen Sinn haben. Und sie sind nicht da aus ganz klaren ökonomischen Gründen, weil das natürlich für die Landwirtschaft extrem wichtig ist, für da können hier intensiv
so ein kann ich vielleicht so ein intensiv werden, kann da das vielleicht noch ganz extrem gesagt, mit lass mir so viel hier Form von intensiver Bewirtschaftung können durchzuführen. Aber da kommen natürlich eine ganz kritischen Konflikt, lass mir so, ne? An den Konflikt, den auf ökonomischer Basis ausgestreht, weil ein sehr viel Preis am Schluss ist. Ne? Wir können zu dem Land zu einem reasonablen Preis, wenn auf der anderen Seite ein extremer Druck da ist, auf das Land für aus allmählichen Gründen, ökonomischen Gründen, das Land zu behalten. Ne? Voilà, das gebe ich, ich meine, ist die wichtigsten Elemente gesucht für die Introduktion. Ich werde dann noch weitergehen. Wir geben auch dann Präsentationen entgegen dem Programm für die Präsentation machen lassen von Nathalie. Und da gibt man der Minister können da noch schwätzen. Und da wollte ich aber nach Schluss zum Schluss denken, so, das heißt, wir haben die Fondation Hölle für die Natur, von der Natur an der Welt. Und wir haben uns dafür mal einmal definiert, dezidiert, um uns so zu präsentieren. Und wir hoffen, dass das in einer gewissen Zeit dann einfach auch für Jitfrem ja einfach gelebt ist. Wir wissen, wir haben eine komplizierte Nummer, weil wir natürlich zwei wichtige Messagen wollen. Wir wollen so, dass wir zu der Familie von Natur und Umwelt gehören. Wir wollen aber auch nicht einen Passe verleugnen und die Fondation helfen für die Natur, was ja auch ein immens wichtiges Atu ist. Voilà, Nathalie, das ist dann dir. Vielen Dank für die flotte Wieder, sowohl von Laurent Schley als auch von Patrick Losch. Und auch noch ein ganz herzlichen Merci, Madame Minister, dass ihr da seid. Wir gingen da weiterführen. Ich habe auch ganz vergessen, all die Leute, die eben online dann mit suivieren, für dabei zu sein, einfach eben für die Möglichkeit zu haben. An dieser Zeit, wo dann aber eben nicht immer vielfach möglich ist, en présent dabei zu sein. Und für die, die eben nicht können, direkt dabei sind, können hier froh, wann sie da haben, egal zu welchem Punkt, können die an den Live-Chat stellen. Und wir gingen die dann zum Schluss von der Präsentation, gingen wir die dann gucken und dann eben auch viel lesen, sodass wir sie können beantworten. Also zeigt nicht von der frohen Hut, die online noch gucken, eben auch dazu stellen. Und für die natürlich, die hier im Raum sind, von der frohen Hut auch noch gerne stellen, wir gehen natürlich darüber gerne an. Also Projekt ist also eben, wollte man ein bisschen, stellen wir es zu drei, stellen wir das Projekt vier. Einerseits dann stehen die Leute den ersten Deal wert überholen und dann wird der Claude alles ein bisschen mehr über die Zielarten zählen und der Georges dann noch ein bisschen mehr über die Einzelmaßnahmen an eben auch den schwierigen Punkt von dem Terrasse-Akkauf. Wie gesagt, das ist immer so die Kraft-Übersicht. Das Projekt wird eben als Gott von der Fondation Hölle für Natur, von Natur und Umwelt koordiniert. Wir schaffen aber am Projekt zusammen mit der ASBL, Natur und Umwelt. Wir haben schon 24 Jahre angefangen mit dem Projekt. Boah, durch Corona ist das alles ein bisschen schwierig gegangen. Und wir haben aber noch, das Projekt lebt voraussichtlich noch bis 2025. Das heißt, wir haben nach ein paar Jahren, 24 Jahre, wo wir nachfüllen, ganz viel umsetzen. Wie ihr seht, ist eben ein Live-Projekt, den an Natura 2000 Terra schafft. Eben mit der Fondation, mit der ASBL und mit der Unterstützung vom Minister. Denke, für die, die noch nicht so gut kennen, vielleicht schon, Fondation Hölle für die Natur, von Natur und Umwelt, hat eben verschiedene Sitten, wo wir aktiv sind. Also Hauptsitz ist eben am Haus von der Natur auf der Kockelscheier, wo sowohl die Fondation Hölle für die Natur von Natur und Umwelt aus, aber eben auch Natur und Umwelt ASBL. Da sind wir als Fondation auch noch aktiv am Norden, zu Hengest und am Takalbamillen. Und eben auch hier am Südosten, an dem mediterranen Garten zu Schwäbisch, wo auch eben das Zentrum für ökologische Gartenkultur ist.
Dann war das ein Live-Projekt für all die, die vielleicht noch nicht so oft unter Kontakt hatten. Das sind eben live aus einem europäischen Co-Finanzierungsinstrument. Das heißt, dass immer die EU, die einen Teil von der Suche beilegt bei so Projekten. Das geht schon seit 1992 und das eben basiert also aus einem Moyen für FFH-Richtlinien umzusetzen. Ziele sind eben genau konkret Umsetzungen von Umweltpolitik an Vorschriften, eben auch Aktualisierung und Weiterbildung, Förderung von nachhaltiger Entwicklung an der EU und eben Finanzierung von ganz konkreten Maßnahmen. Wie gesagt, dass immer ein Kofinanzierung natürlich ein Deal könnt von der EU, je nach Thema variiert durch den To, den sie beilegen. FFH ist eben, das kann man lo, dann Natura 2000, das eben zusammenhängend Netz von Naturschutzgebieten innerhalb von der EU, die eben basieren einerseits auf der Vogelschutzrichtlinie und andererseits eben auf FFH-Richtlinie, Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie. Also eben alles, was sich dann darum kümmert, was lo außerhalb, also die Vogelschutzrichtlinie aus Bismial, die gibt es schon lang. Und die hat sich eben wirklich just auf Fischel konzentriert und dann kommen dann eben auch nach all die anderen Arten, die da mal da bedurcht sind, sowohl komplett Habitate, wo man eben dann Zusammenspiel von den verschiedenen Arten haben, wie eben auch Arten aus der Tierwelt und auch aus der Pflanzenwelt. Dann eben, wie Patrick Fiedrich schon gesagt hat, die Fondation Hilfe für die Natur hat schon auf verschiedene Live-Projekte mitgeschafft. Den ersten, wo wir dabei waren, war eben Live Ulzig, wo eine Renaturierung von der Ulzig kam. Dann kam Live Lutre, eben dann, wo den europäischen Fluss untergang. Dann Margaret Di Vera und Arnica, das ist einerseits Flussperlmuschel und dann eben ein Arnica-Porge, den auf dem Borstgrasrasen aktiv war. Dann noch der Live Unio, den eben auch relativ rezent recht aufgeschlossen gab, wo dann eben nicht mehr Flussperlmuschel, mehr ein Bergperlmuschelgang, also ein Bergmuschelgang. Und dann den Live Eislik. Das waren eben noch dann viele Projekte, die am Norden waren. Und dann eben, wie gesagt, der Live Oschis, der ganz rezent recht aufgeschlossen wird, hier am Osten, wo dritte Fußgang an eben die Revalorisierung davon an eben auch von Verholder, also wackelter Heden. Dann eben denke ganz kurz, so als Übersicht, als Zielachten, Fledermäus eben an den Habitatschutzgebieten, an Fischel an den Vogelschutzgebieten. Das also eben durch die Geschichte könnte da den für die Engarten, also für die Fischelachten eben Arbeiten an den Vogelschutzgebieten kann umsetzen, auch für all die anderen Arten, sie wird Tieren oder Pflanzenarten, eben Maßnahmen können umgesetzt gehen an den Habitatschutzgebieten. Wie gesagt, ist also Projekt umgesiedelt am Osten. Da haben wir eben einerseits Vogelschutzgebiete, wo man dann eben als Mesuren umsetzen für Vogelarten, das ist einerseits. Also haben wir drei Regionen, wo wir aktiv sind. Das ist ein rundherum Manta nach Mompisch, Besch und Ursweiler. Dann rundherum Junglünster. Und eben als letztes noch die Region von Schütter, Kernisch, Lenning und Gosting. Und dann haben wir die Habitatschutzgebiete. Das heißt, da geht es da ganz konkret um das Fledermaus an unserem Projekt. Eben so gesehen lernst als großes Fluss. Sind wir da aktiv einerseits unter Sauer. Und dann eben kommen wir mit Musel, mit meisten Palmbirsch, Frombirsch, Grevemacherbirsch an, an der Region, wo wir lo eben da sind, Region de la Moselle supérieure. Kurz Projekt Ziele. Für was machen wir das Projekt? Wir wollen eben als Zielarten die verschiedenen Arten wollen wir stärken und eben echt an der Ausbreitung fördern, wir eben aber auch aufsichern, dass sie überhaupt erhalten bleiben können. Die Zielarten haben, und das wird der Claude das noch ein bisschen genauer erklären, müssen verschiedene gemeinsame Nenner, für was wir es eben noch rausgesucht haben, was an einem Projekt 4 kommen, das ist eben einerseits hier Nahrungsgrundlage, die auf Insekten basiert, und aber auch, dass sie für ihren Lebensraum, für die ein oder andere Lebensphasen zumindest Strukturen brauchen, flächiger, linearer, die eben
einerseits ihren Lebensraum definieren, aber auch die einzelnen Lebensräume, die sie brauchen, oder wo sie sich können ausbreiten, vernetzen und dadurch auch Korridore machen. Für was ist so ein Projekt notwendig? Ich meine, es gibt Veränderungen an der Landschaft, die verhängen, die auf den Abgefallen sind, und den letzten Jahrzehnten ist einfach zu einem Lebensraum verloren gekommen, wo Strukturen verloren gegangen sind, wo verschiedene Lebensräume wirklich ganz verloren gegangen sind, und eben das man sich bräuchte hat, dass man mangelnd Nahrungsgrundlagen haben. Ich meine, wenn ich jetzt allerdings vergleiche, dann kann ich sich vorstellen, dass einfach auf einer monotonen, großer Flasche, wo alles modernen umgesät wird, alles modernen gespritzt wird und alles modernen geerntet wird, viel mehr Arten vorkommen oder Lebensraum ein Nisch finden, wie an einer strukturreichen, ganz verschiedenartigen, klangflächischen Landschaft, wo einfach auch nicht unbedingt immer Bewirtschaftung dieselbe ist und dafür eine große Diversität schon aus da hingehen. So viel mal für eine kleine Karte davon zu holen. Und da können wir auch schon zu unseren Zielarten, für die ein bisschen mehr genau zu belichten, ein bisschen mehr genau zu gucken. Und das ging der Claude dann überholen. Ja, vielen Dank, merci, Nathalie. Auch einen guten Abend von mir. Geht noch weiter bei mir mit dem Thema, wie mir als Projekt versichern, gefallen zu den. Und wieso überhaupt? Dafür muss ich wissen, dass in Lützeburg ca. 50% von der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt werden. Gleichzeitig stellt aber auch die Agrarlandschaft bzw. die komplette Kulturlandschaft generell einen wichtigen Lebensraum dar für viele Tiere und Pflanzen. Aber genau hier hält Biodiversität in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Lebensräumen überdurchschnittlich auf. Deutlich geht diesen Effekt beispielsweise bei den Fischeln. Wie hier zu sehen, die Rotlicht von der Brutfischel Lützeburg, die 2019 für das letzte aktualisiert wurde, gesagt ihnen deutlich, dass an der Europäischen Union typisch ehemals häufig Fullenarten aus der Agrarlandschaft seit 1990 am Mittel um 30% zurückgegangen sind. Das ähnlich so ähnlich gesagt auch aus bei Insekten auf Fledermais. Wie in einer Tabelle eben gesagt, als für allem in Lützeburg sie viele Fullenarten aus Oppellandschaften, wie hier eben zum Beispiel Brongbrüschchen an den Stechmetzer, die rezent eben 2015 bzw. 2019 ob also Licht von den ausgestorbenen Fullenarten stehen. Wir wollen mit diesem Projekt Live Bats and Birds, auf jeden Fall verhindern, dass dort weiter Arten, besonders Arten, die an der Kulturlandschaft angepasst sind, nicht auf der Licht dort abtauchen. So. Wie schon Pomolo annimmt, zählen zu unseren Zielarten, vier verschiedene Fullenarten, sogar hier schon gut genannt. Das sind einmal die große, große Neimärder, die Klängeneimärder an den Wendehals, also den Drehhälschen. Außerdem noch die Stehkauz. Und als zwei Fledermausarten ist einmal die Großhufeisennuss und Wimperfledermaus. Die zwei Neimärder, die gehören zu den Würger, die ihre Nummer aufgrund von ihrem Fressverhalten haben, wozu ich nur denke, mit Bilder drauf kommen. Außerdem aus der Kleine Neimärder, die einzige Art, die eben optisch zu unterscheiden ist zwischen Menschen und Weibchen. All gut, die anderen, also nicht zumindest von weitem sichtbar. Und den Drehhälschen dreht sein um, dadurch, weil er seinen Hals um 180 Grad verdrehen kann. Auf jeden Fall, wenn er gefroren ist, will er so versichern, Fressfeinde zu irritieren. Kommen wir zur Ernährung. Und zwar vertilgen Algorithmen als Zielarten hauptsächlich Insekten, was eben auch ein gemeinsamer Nenner ist und dafür auch wichtig an diesem Projekt zu erwähnen. Ich sehe daher noch später nach Renke, für was das so ist. Aufgrund von den kurzen Beinen, als eben die kleinen Neimärder und die großen Neimärder
ob Strukturen gewesen wie Pickisch Hecken, also Schleven zum Beispiel oder Weister, aber auch ob Kulturelemente wie eben Pickischen Droht, wie der Hai um Bild zum Beispiel, Urwen an der Mitte gesitzt, gauf ein Insekt abgespießt von einem Neimärder, zumindest aus Vermutung heich. Und wücke, dass sie so kurz Bein haben, können sie sich so besser auf die zu konzentrieren und das einfach doof picken. Oder für schlechte Zeiten mal einfach beiseite halten. Den Dreihals in dieser Punkt, Ernährung, echter Spezialist, weil er sich größtenteils eben von Ameisen ernährt, an denen hier poppen. An Fledermais, ja natürlich, flehen sie Nutz, dafür sind sie hauptsächlich auch nutzflehend Insekten angepasst, aber auch spannend. Beim Thema Lebensraum, also wichtig Stichwort Strukturvielfalt. Ich meine, da tun wir nur schon ein paar Mal hören. Sowohl Türst ob Insekten, aber auch Nistmöglichkeiten basieren auf der Strukturvielfalt. Und wie ich auch schon gesagt habe, brauchen Bürger vor allem Pickisch-Hecke-Strukturen als Reihe oder aber auch als Einzelstreicher, die sie als Ursatz benutzen bei der Jurst und eben auch für Schlaf- oder Nistplätzen zu holen. Denn Drehhals sind als Echter, so wie die Stehkals auch, gerne an offenen Bongarten daheim. Und braucht du entsprechend Nistplätzen an alle Bongarten beim. Leider ist das oft, haut es das nicht wie der Fall. Das heißt, es gibt zwar gut an viel neue Bäume gepflanzt, aber die haben nicht die entsprechende Nistmöglichkeit. Dafür sind vor allem die Erhaltung von allen Bongarten ein wichtiger Aspekt an unserem Projekt. Fledermais generell haben einen Wanderschlaf, so dass sie bei hinten zwischen Winter- und Sommerquartier unterscheiden kann. Sommerquartier sind bei diesen zwei Fledermausarten meistens alle Häuser, wo oben ein Speicher eitel ist, wo sie sich dann bei verschiedenen Temperaturen, ob den verschiedenen Hechten können, niederlassen. Am Winter sichern sie sich dann alle Stollen oder Höhlen, wo sie sich da verstoppen während dem Winterschlaf. Also können hier Fluchheit nicht ausrechnen, weil es meistens frostfrei ist. Sie johen aber auch ganz gerne an Strukturen, wo wir beim Aspekt Strukturen sind, und auch gerne an offene Bongarten oder offenen, lichten Laufböscher. Und Wimperfledermaus fliegt sogar noch ganz gerne an Feuchtstellen mal dran. Beziehungsweise, ich kann den eigentlich gucken. Uwe Lengs sieht er zum Beispiel an innen und damit, wie die Heckenstrukturen vom kleinen Neimärder auf vom großen, großen Neimärder genutzt gehen, während Uwe an damit an innen links zwei Bongarten durchstellen. Den Uwe, den ist schon ein bisschen egal, da sind auch noch wirklich flott Nistmöglichkeiten da, während innen schon echt am schlechten Zustand ist. An Uwe jetzt sieht er dann ein potenziell Sommerquartier von der Fledermais. Während sie, wenn sie johen, gerne so Hecken, Tunnel so benutzen, weil sie dort eben ideal können Insekten johen. Den Zustand von den Zielarten gauf bis zum Start vom Projekt auch teilweise schon dokumentiert, ist da lückenhaft, mehr etwa aber schon gut für einen Ausgangszustand zu definieren. Herr Gesitter da eben Brutzuhlen von den einzelnen vollen Arten, an die Individuenzölle von den Fledermais. Du gesagt, die Echtzölle, das ist die für ganz Lützeburg, an die in den Klammern, das ist die just für ein Projektgebiet. Du fällt von allem ab, dass beim großen Groheneimärder, aber im Steakhaus die Zölle relativ klein sind. Ich kann schon spoilern, und zwar, dass beim großen Groheneimärder nicht mehr nach ein Pfund gehen 2020, Ehre weier. Beim Steakhaus waren da immerhin nach ein paar drei. Wenn ihr dann den nationalen Schutzstatus respektive Gefährdungs von einem Zielarten anguckt, versteht ihr auch, wieso da teilweise Licht stehen von den Zielarten. Ganze drei Arten sind vom Aussterben bedroht, in Lützeburg, dazu eben die zwei Fledermausarten,
wo ganz besonders eben Großhufeisennuss zu nennen ist, von der es beispielsweise nicht mehr eine einzige Kolonie in Lützeburg gibt, wo auch jung Fledermäuse auf die Welt kommen, da das dann zu klein oder zu besch mache. Und das Kolonie hat aber für ganz Mitteleuropa einen großen Wert, sodass Lützeburg eine wichtige Rolle bei der Erhaltung von der ganzen Art an Mitteleuropa hat. Dann ist bei den Fischl, für allem den großen Goronai-Mäder zu erwähnen, wie ich gerade schon gesagt habe, 3 Brutpaare beziehungsweise 2020 just nach 1. Das ging schon die letzten Jahre so, dass ca. 90% vom ganzen Bestand von der Art verloren gegangen ist. Und das ist das Handlungsbedarf. Dann sieht ihr die flotte Grafik, wo eine kleine Goronai-Mäder ein Probli hält. Das hat eben den Sinn, dass als Maßnahmen zur Erhaltung und zur Förderung von den Zielarten, da profitieren nicht nur als Zielarten davon, sondern eine ganze Reihe anderer Vollen, aber auch Insektenarten, beziehungsweise sogar ganz Lebensräume. Dafür zählen als Zielarten hauptsächlich an diesem Projekt als Probli-Arten oder am Englischen Umbrella-Species genannt. Wie will mir dann überhaupt beweisen, dass also Projekt auch Früchten drohen wird? Dafür haben wir ein Monitoring, also eine wiederholte Abnahme vom Zustand von der Natur an ihre Bewohner. Damit ist die Idee von also Monitoring herauszufinden, wie den Zustand für ein Projekt respektive um Start vom Projekt ist, und wie sich den Zustand am Lauf vom Projekt verändert. Also am Beispiel von also Fischelart, wie viele Brutpaare man mehr haben oder Männer. Oder wie viele Tiere man mehr oder Männer können nachweisen. Und da haben wir zwischen 3 Methoden unterschied. Das erste ist die akustische Abnahme, wie das den Drehhälzchen an den Steckhauts, nämlich gerne sangen, für ihre Reveille zu machen, kann ich das verholen und als Reveille definieren, wenn ich das dann mehrmals pro Saison möchte. Die zweite Methode ist die visuelle Erfassung. Da kommen als 2 Würgerarten ans Spiel, wo dann systematisch Strukturen, hauptsächlich Hecken, kartiert gehen, also abgeholgert, wo kommen sie vier, und auch wie schon beim Steckhaus, muss das validiert gehen, mindestens ein Woche oder noch, für das als Reveille zu bestätigen. Die letzte Methode ist dann echt eine Passivmethode. Da geht es dann darum, dass Fledermäuse abgeholt werden mit Detektoren, beziehungsweise hier Riff gehen da mal detektiert und die gehen dann auch systematisch gut Platzen hingestellt, für eben zu wissen, wo sie vorkommen, beziehungsweise wo sie johen, wo sie vielleicht sogar immer nur stehen. Heute seid ihr einmal, was wir am Lauf vom Monitoring alles gesehen haben, wir haben am Anfang als 4 vollen Arten komplett konnten nachweisen, wann auch den großen Goronai-Märchen nehmen auf enger Platz, immerhin haben wir gesehen. Hier ist auch wie am Anfang beschwert, gesagt in einem Kehr, die verschiedenen Morphen von dem kleinen Neimärchen, links als einmal ganz Männchen, an der Mitte als Weibchen, und dann hatte ich sogar noch Glück, jetzt einen jungen Neimärchen zu sehen. Wichtig ist beim Monitoring also auch noch der Fakt, dass es egal wie gut in dem Monitoring durchfährt, er nicht zu 100% das durchstellt, was da draußen ist. Vor allem akustische Abnahmen, aber auch Detektorabnahmen sind echte Zufallsdaten, so dass man trotzdem aber wissen, wo es Handlungsbedarf ist. Weil wie soll denn sonst komplett genau das durchstellen, was da draußen für sich geht? Da sieht ihr hier ein paar Zielarten am Projektgebiet, also als vollen Arten am vollen Schutzgebiet. Das sind eben die 3 vollen Schutzgebiete, die Nathalie vorhin erklärt hat. Und was wir eben hierbei können, gut gesehen, ist, wo wir Hotspots haben. Das heißt, wo können Erhaltungsmaßnahmen gemacht werden. Und andererseits sehen wir, wo es noch Handlungsbedarf, wo soll man Schutzmaßnahmen machen, wo muss man Flasche kaufen. Alles das, was den Georges als gleich noch ein bisschen mehr im Detail erzählt. Das selbe ist dann auch bei den Fledermaisarten.
an den Habitatschutzgebieten, wie Nathalie gesagt hat, das hat ja ein wichtiges Unterschied. Wir können just Maßnahmen an den Habitatschutzgebieten machen, für die Fledermäuse und umgedreht auch just für die Vögel an den Vogelschutzgebieten. Natürlich sind auch hier größtenteils Jurchtgebiete, wie dass man keine Sensoren benutzen, wo sie genau sitzen, mir eben mit den Detektoraufnahmen gucken, wo sie fliegen. Grundsätzlich kann ich also so ein ohne Monitoring kann ich keinen angepassten Artenschutz betreiben. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim eisen Projekt ist ein Insektenmonitoring, weil wie dass die Insekten vertilgt gehen von eisen Zielarten, muss man auch wissen, wie ist der Zustand von hinten. Wie schon wie frei ugeschwart, gehen sie auch durch als Maßnahme matt geschützt. Für das aber zu beweisen, gibt es auch High Monitoring zur Bewertung von den Maßnahmen, wo zwei Methoden benutzt werden. Das ist einmal die sogenannte Malaise-Fall, das sind halt die Zelte, die da links und rechts sitzen. Damit gehen Insekten da gefangen. Dasselbe ist dann auch mit den Bodenfallen, die dann eben für kriechende Insekten gedurcht sind. Bait hat halt eben das Ziel, für dann zu wissen, wie viel Biomasse war für unsere Maßnahmen, aber wie viel Biomasse haben wir nur die Maßnahmen. Natürlich kann das auch negativ sein. Wir haben heute Beweis, beziehungsweise können wir nur beweisen, wie der Fall ist. Das war schon weit. Als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, dass eine abgeräumte Landschaft ohne Strukturen, kein Lebensraum und auch keine Nahrungsbasis für als heimische Fauna, für vor allem als Zielarten durchstellt. Das ist also wichtig, ob also Rückgang von der Biodiversität zu lauschen und ob es auch dagegen zu machen. Weil nicht mehr so können als Zielarten, aber auch eine ganze Reihe anderer Tiere und Pflanzen und auch Lebensräume für die nächsten Generationen geschützt an der Halle gehen. Und damit gehe ich das Wort weiter an Georges Mös, den als dann ein bisschen Maßnahmen vom Projekt 4 stellt. Ja, merci Claude. Schönen Abend, schön, dass so viele Leute da sind. Das ist wirklich fantastisch. Und für mich auch Claude, das ist ein spannendes Projekt. Ich meine, wenn man gucken, was Claude gerade erzählt hat, was um Bedrohung von den Zielarten da ist, ich meine, es geht immer von der Landschaft aus. Die Landschaft, die einerseits Lebensraum bietet, die auf der anderen Seite Nahrung bietet. Und ich meine, da nur mal zu einfach große Bewegungen oder zu Sachen, mit denen wir zu schaffen haben. Wir haben einerseits sozusagen eine intensive Landnutzung, eine agrarische Landnutzung, die ja, auf einem Niveau stattfindet, wo wir eigentlich großflächige Strukturen haben, die relativ Struktur, aber auf der anderen Seite auch artenarm sind. Also wo es Artenvielfalt sowohl um Niveau von den Insekten, von den Pflanzen, von anderen Tierenarten bis hin zu unseren Zielarten natürlich durchschlägt. Mehr auf der anderen Seite, und das ist ein Aspekt, den sicher genauso wichtig ist, wo man auch muss drauf haben, das ist nämlich da überall, wo am Zug von der Intensivierung einfach Betriebe abhalten oder bestimmte Flächen einfach nicht mehr interessant sind, weil sie sozusagen sich ganz schlecht oder schwer maschinell beschaffen lassen. Das heißt, da haben wir am Anfang Phänomene von Bruchfallen, Drehfallen, Verbuschungen, Stadien, die für uns natürlich am Naturschutz an den ersten Phasen immens interessant sind, weil sie oft wirklich extrem strukturreich, extrem artenreich sind, viele Arten sich da erstellen können, mehr über Zeitraum von 15 Jahren und darüber heraus erleben wir aber, dass auch die Strukturen sich vereinheitlichen und dann am Anfang zu einem so und zu flächigen Gebüsch Formationen feiern. Und ich meine, das ist ein Phänomen, wenn man heute aktuell Luftbilder vergleicht mit einem Zustand von 24, 30 Jahren, da sieht man, dass den Undeil und flächigen Verbuschungen an unserer Landschaft immens zugeholt wird. Ne? Also da ist ein großer Prozess am Gang. Voilà. Und, voilà. Wenn ihr guckt, das Projekt, so wie ihn ausgeschafft ist, war am Anfang aufgesehen, schaffen wir darum, für 50 Hektar Terrain kaufen zu können, die sich ein bisschen abdehlen. Einerseits kann ich so ein halb
Fokus sozusagen ob Acker oder Intensivflächen, Sevelo Gringland, Dauergringland aus. Das sind also Flächen, die maschinell bewirtschaftbar sind, auf dem Rampfung mit der Terrasakquisition, denn Patrick hat das vierter noch schon darauf angewiesen, direkt natürlich an einer Marge sind, am Konflikt sind mit einer ganzen Reihe anderen so Akteuren, die im Bereich vom Terras Ackerf tätig sind. Und voilà. Mit sind natürlich da auch die Flächen, die insofern interessant sind, weil sie extrem strukturarm sind. Da können wir wirklich relativ sehr auch Effekte erzielen. Natürlich, man kann die Struktur herabbringen. Und da braucht es natürlich Zeit, dass die Arten auch sozusagen sukzessiv so rein kolonisieren können oder ob man die Strukturen als Korridor nutzen können, vier sozusagen Verbindungen von einem an ein anderes Gebiet hinkommen zu können. Den zweiten großen Teil, das sind die zusammen Hellgringen in der Lourdes sind, das ist einerseits Extensivgringland oder nach wie weit gedürt Brochen, Flächen, die schon Bruchlei seit längerem, die also verbuscht sind oder zugewurst sind. Und das sind klassisch so ein Loh, die Habitate, wo ein guter Teil von unseren Zielarten auch eigentlich hautnah, wo man sie hautnah fanden. Ne? Also da sind viele Strukturen da, angefangen von den Ameisenkäpen, von den Höhlungen an Beem, an alle Beem, Strukturen, die besiedelt können. Und das sind sozusagen die Punkte, wo man so muss. Auch da muss man zum Schutz, zum Erhalt von den Strukturen beidrohen. Da muss man echt gucken, die Strukturen, die extensiv Bewirtschaftung, die danach besteht, zu fördern, aufrecht zu erhalten und zu gucken, Strukturen zu erneuern. Sowohl Hecken zu verjüngen, aber auch Bongarten an so Beinbeständen zu verjüngen, für eben durch eine Kontinuität dran zu kriegen. Das sind so die zwei großen Pisten, die das Projekt eigentlich um Niveau von der Terrasakquisition verfolgt. Aber mehr als Foundation natürlich gucken, wo stimmen wir. Dann haben wir das erste Mal geguckt, sowohl für die Vogelschutzgebiete wie für die Habitatschutzgebiete. Dann haben wir summa summarum, also die 60, 90, 150 Hektar, die auf die mehr als Foundation zurückgreifen können. Möchten dann allerdings den Tri sehen, was das davon Oppeland, was sie wirklich die Terrain, die für als Zielarten relevant sind. Da schrumpft das zusammen auf 90 Hektar ungefähr. Wobei, wenn wir danach einen Schritt weiter gehen und gucken, wo können wir Maßnahmen zur Extensivierung umsetzen, da muss man natürlich erkennen, dass wir als Foundation, einerseits historisch, aber auch über die Akquisitionspolitik in den letzten Jahren, das wird ganz hell durchgestellt, dass Schuss, die wird relativ kleinen Undeel wirklich und Intensivflächen verfügen, ob denen man sozusagen mit dem Projekt die Wolle Extensivierung von Intensivflächen direkt realisieren können. Wo man große Fundus haben, das ist natürlich an dem orangen Bereich, das sind sozusagen als Hecken, als Dreschen, Flächen, die haut schon extensiv bewirtschaftet gehen. Also da sind wir am Anfang wirklich aktiv an all das dabei, wirklich Strukturen zu erhalten, am Bestand zu verbessern und sozusagen Kontinuität von denen Sachen zu gewährleisten. Und dadurch am Anfang Populationen auf vielen Plätzen von auch als Zielachtniveau zu erhalten. Ne? Weil ich meine, Ziel vom ganzen Projekt am Kern, wir müssen vielleicht mal, wie der Claude da doch gesagt hat, erhalten, bevor wir können Führungen und abbauen darauf. Ne? Wenn wir die Populationen, die prekär in einem prekären Zustand sind, verlieren, aber so sitzen, ja, da kriegen wir so auch nicht neu an eine Landschaft geschafft mit ganz neuen Strukturen. Ne? Voilà. Aber es weist einfach schon, dass für uns das Projekt wirklich auch ein, Patrick hat das gesagt, eine große Herausforderung ist. Ich meine, Jitfren, alle Akteure, egal ob man Natur- und Böschverwaltung, das Minister holen oder Kompensationsequipen, ne, Maßnahmen umzusetzen an der Intensivlandschaft, als wirklich eine von den größten Defizien, ich meine, die nächsten Jahre auf den Naturschutz insgesamt zukommen. Ne. Ich meine, PSN, also die Erneuerung von den Landschafts-, von den agrarischen, also GAP-Maßnahmen,
wer dann in der nächsten Periode einfach, du musst die Sache passieren. Ne? Und ich meine, das Projekt geht in die Richtung, man weiß gleichzeitig aber auch, wie schwierig das ist, da führen zu kommen. Wir haben also seit 2019, wo das Projekt gestartet ist, mittlerweile auch nicht in dem orangen Bereich können 14 Hektar kaufen, was nicht so viel ist, aber wir konnten aber noch nicht kaufen, sozusagen an dem hellen Bereich. Ne? Und das ist einfach ein bisschen ein echtes Fazit, den uns so nicht ganz so optimistisch stimmt, wie wir da am Anfang vom Projekt vielleicht waren. Voilà, wir haben ein bisschen geguckt, Maßnahmen, die am Projekt geplant waren, einen ganz großen Teil war eben Pflanzung von Gehölzstrukturen an landwirtschaftlichen Intensivflächen. Wir wollten also über 37 Hektar schaffen. Wenn ihr guckt, wie verteilen die sich ab zwischen Habitatschutzgebieten, Fuglenschutzgebieten, dann ist klar, die Maßnahmen haben ihre Schwerpunkte an den Fuglenschutzgebieten, an den größten Oppellandschaften, die intensiv genutzt gehen, weil also dass man da am Anfang so eine Ratio von 1:5 leihen. Das heißt, man wollte am Anfang 5-mal mehr Maßnahmen dann am Intensiv, am Oppelland umsetzen. Das ein bisschen in dieselbe Richtung geht, aber da ist ein bisschen mehr optimistisch, dass wir am Anfang Extensivierung über die Instrumente, die wir heute schon auch an der Hand haben, dass das einerseits in der Agrarumweltmaßnahme mehr natürlich nach mehr sibliert Maßnahmen, die über das Biodiversitätsreglement laufen, wo man da wirklich auch mit der Landwirtschaft zusammen an die Richtung gehen, Sachen, Kontrakte, ob man so 5 Jahre aufzuschließen, für sozusagen da Bewegung ranzukriegen, dann überhaupt mal die Landwirtschaft auch auf ein anderes hinzukriegen, an eine Sensibilisierung an real auch faktisch Sachen umzusetzen. Weil darüber raus, was dann natürlich am Projekt 4 gesehen, das muss man am C5 tun, dass man Habitatelemente, Strukturelemente herabbringen, das fängt du bei Holzcape, das fängt du bei Stehcape, das sind dann Strukturen wie auch Absitzstangen, also was du einzelne Arten fördert, bis hin natürlich auch zu Nistkästischer, für an Vogelschutzgebieten, beziehungsweise Verbesserungen von Gebäuden, bestehende Gebäuden oder auch daneben Neubau von so Fledermaustieren zum Beispiel. Das wären so Maßnahmen, die da an die Schiene rauffallen. Voilà. Da drinnen, wenn wir gucken, ein bisschen Switch machen an als Habitatschutzgebieter, dann ist es natürlich den Defi, das war ein bisschen das Business, die letzte Jahre am Live-Orchis war, das heißt, am Fongnis zu gucken, Terrain, die so weit raufgerutscht sind, weil die Infrastruktur nicht mehr da war, kein Klotter mehr funktioniert, und Zugänglichkeit nicht gegeben war, Terrain so weit verbuscht waren, dass man den ist, so weit abmachen, strukturieren, für eben auch eine sehr extensive Bewirtschaftung darauf etablieren zu können. Ne? Und da brauchen wir, weil die kein Terrain sind, die maschinell bewirtschaftbar sind, brauchen wir Bewirtschafter, Leute, die bereit sind, extensiv, egal ob mit Gessen, mit Schof, mit Ranner, an den Gebieten zu schaffen. Und ja, ein von den kruzialen Elementen dabei ist immer, Klotüren müssen da sein, sonst sind die Terrain für die Betriebe nicht mehr interessant, sonst findet die Bewirtschaftung nicht statt. Ne? Voilà, dadurch ergibt sich am Anfang, es wiederholt sich ein bisschen Schwerpunkt von den Maßnahmen in den Fuglenschutzgebieten, wie gesagt, sind einerseits Pflanzungen linear, punktuell oder flächig, also Bongarten etc. Dann zweiten Teil Biodiff-Kontrakte, Umweltmaßnahmen an daneben Habitatelemente. Ich ist für einen, das ein bisschen zu illustrieren, ich meine, bewusst Bilder gewählt, wo man gesehen, auch mit Bongarten, Neupflanzungen an großflächigen Raguen. Wir wissen, dass wir in dem Bereich durchaus also mit den Maßnahmen der beiden Terrain bewegen, die noch heute an ganz vielen Kompensationsprojekten realisiert wird, was gut ist. Mehr wird natürlich für so Projekte wie Eisen durchaus Disponibilität, Verfügbarkeit von Terrain durchaus auch nicht neue Limite setzt. Ne? Weil an der anderen Seite auch Maßnahmen, die von der Naturverwaltung umgesetzt gehen, gesehen, ne? Stehcape, Heckepflanzungen an
Intensivlandschaften und dann eben mit kleineren Maßnahmen, wie gesagt, in Neumäder, den frisch gepflanzten, bei einem frisch gebauten Weideschutzkäfig von einem Bungert sitzt, bis hin zu Nistkästischer und anderen Maßnahmen, die eben gezielt die Arten fördern können. An den Habitatschutzgebieten, wie gesagt, in der Regel, wir sind mit kleinteilig, wir haben mehr Strukturen verfügbar und da geht es wirklich darum, Nutzungen abzuholen, das, was man auch tun, zu fördern, zu erneuern, Arbeitsstoren zu investieren und dann über, weil wir da eben limitiert sind oder nicht limitiert, mehr, weil als Zielarten dort Fledermaus sind, natürlich auch eine entsprechende Adaptation von Gebäuer für eben die Fledermausarten, mit denen wir schaffen, die am Projekt visiert sind. Ne? Voilà, das ist, ich meine, ein ganz typisches Bild, was wir alle kennen, also unsere Landschaften, was mit uns von unseren Arten reisen, so auch für die Fledermaus, sowohl wie auch für die Fullenarten. Das muss ich dazu sagen. Auch wenn wir in einem Habitatgebiet sind, haben wir oft Hotspotten, auch von denen Fullenarten, gerade was den Steghaus, gerade was den Drehhals sind, überlangt, an so Strukturen mit allen Bongarten. Und da ist natürlich notwendig, die Bongarten nicht nehmen durch, also die Albäume natürlich durch Schnittmaßnahmen sozusagen zu erhalten, zu regenerieren, durch unser Projekt eben noch viel gesehen, Formationen zu machen. Ich denke, das wird auch rauslaufen, denn Sie hast für so ein ähnliches Projekt angeregt, den Naturpark Möllerdal, und da wird man zu gucken, zusammen ein Joint Venture zu fahren, wo man wirklich zusammen mit den Naturparken und den biologischen Stationen die Formationen anbieten, für voilà, wirklich den Inhalt von den Bongarten da nach vorne zu bringen. Bei Urwen, Ritz, Bewegung, wie gesagt, deren Arten ein bisschen adaptiert, nur dem es was Terrain noch hier gehen. Und ich meine, alle Formen von Beweidung ist für Fledermaus immer ein positiven Aspekt, fördert die Arten, fördert sie dann im ganzen Zyklus natürlich die Präsenz einerseits von Insekten, fördert sozusagen eine bestimmte Kurzrasigkeit auch, die natürlich dann erst und voll zu gut kennt. Ne? Und inneriert, wie gesagt, Gebäuer, die man als Fondation in den letzten Jahren gekauft und die man über das Projekt valorisieren kann, weil man sie gezielt auf Besuchern von den Zielarten hin adaptieren kann. Da du bist am Schnelldurchgang eigentlich so Maßnahmen, die am Projekt skizziert sind, aber am Niveau von der Öffentlichkeitsarbeit, also eben auch an den Live-Projekten immer relativ viel gesehen, an eng so von Eisen Evergreens oder also Standards, die man, wo man in den letzten Jahren am Anfang immer viel Zuspruch kriegten, aber für Reise ein bisschen Spruchrohr war, weil wir eben so als NGO auch darauf angewiesen sind, mit unseren Benevolen zusammen zu schaffen. Ich meine, ein paar von unseren guten Leuten sitzen hier bannen. Auch in denen haben wir große Merci, die auf dem Weg wirklich mit Rat und Tat, voilà. Wobei wirklich Rat auch, weil ich meine, sind nicht nur die Leute, die aufhaken, sondern auch Leute, die wirklich viel Know-how mitbringen, viel Know-how um Terrain und mit den Arten. Und ich meine, das ist auch ein ganz wichtiges Element dabei. Aber die zwei Bilder stehen noch ein bisschen so emblematisch für den Anfang vom Projekt 2019. Wo wir Chantier gemacht haben, wo wir wirklich mit 15, 20 Leuten NRW waren. Und 2020 hat das die offizielle Pflanzung von der Journée Nationale de l'Arbre zu stehen, die wir auch mit am Kader vom Projekt gemacht haben. Und die einfach weist, also an einem bestimmten, wir haben geguckt, am Projekt 4 zu kommen, und trotzdem hat Corona als du aber auf bestimmten Plätzen einfach ein bisschen die Stecker herausgezogen, ne? Sodass wir schmengen, ob die nächsten Jahre, also wir gucken wirklich positiv auf 22 und gesehen, dass wir da wirklich noch ein KLO hoffen, dass sich Sachen normalisieren, dass wir mit dem Projekt wirklich auf viele Pisten vorkommen, wo wir ein bisschen die letzten zwei Jahre ein bisschen an Schlittere geraten sind. Okay, soweit dazu. Ich meine, Nathalie, willst du noch kurz einen
Schlossmann. Iwalin. Ja. Okay. Merci so und für Rassel. Ja. Okay. Also, just auch noch ein kurz zu den Fotos. Da sehen wir dann auch alle als Team, also das ganze Team vom Live Bats and Birds dabei. Delina nach auf der zweiten Foto ganz draußen mit dem Fendel, was heute nicht kommt dabei sein. Dann auch noch der Jean-François Marquet, der noch hier sitzt, den auch ganz viel für den Monitoring zuständig ist, den bei der ASBL schafft. Und auch Mirela, was als Sekretariat mich, was heute auch nicht kommt dabei sein. Boah, das ist der Foto, Mensch, nicht mehr drauf, mir egal, so wie er aber gesagt, wir sind eine diverse Gruppe, auch eine diverse Equipe, wo ich für ihn eigentlich Mensch von dem anderen auch profitieren kann. So neben dafür mir eigentlich ganz viel Merci für die ganze Präsentation. Wenn du froh sind am Saal oder online, dann meine ich, können wir das machen. Wenn du ich für einen kleinen kurz direkt froh wir, ansonsten können wir nur natürlich gerne. Oder egal, das. Dann. Ich spiele drei bis vier Stunden nach, wenn es Corona. Können wir das nicht mit dem Jahr verlängern? Muss ich nachher Corona? Corona-Jahr verlängern, nee, merci. Den Projekt verlängern, also es gibt Möglichkeiten für das Projekt können zu verlängern, wenn es eben bestimmte Konditionen dann erfüllt. Aber das muss ich natürlich immer dann speziell auffallen können und so führen. Ja, also. Ja. Also da gibt es schon Moyen, da muss man dann eben nur am Verlauf vom Projekt gucken, wie da ausgesagt, ob man unsere Tat, die man durch Quoten abgeholt kriegen oder eben nicht, und dementsprechend dann reagieren. Und da gibt es Möglichkeiten, da muss ich dann eben gucken, was für es dann am besten passt. Mir da ging es einfach mal, weil du keine kleinen Frohe mehr da sind, die großen Frohen haben wir dann einfach für den ganz zum Schluss. Dann ganz viel Merci und dann ging es dort und mit dem Minister übergehen, die hoffentlich heute eine schöne Präsentation hat. Vielmals, merci Nathalie Gotz, merci auch dem Georges und dem Claude für die Präsentation und für die Level Welcome von Patrick Losch von der Fondation Hölle für die Natur von Natura Nimmwald. Soll ich nicht mehr üben. Und auch für die Laurent Schley, für seine Begrüßungsfeder an einem von den wirklich flotzten Naturzentren, die wir aber haben. Hier am Biodiversum Camille Gira. Und ich kann nicht sagen, dass es dem Camille laut viel Spaß gehabt hat, nur zu lauschen. Weil den heute Live-Projekt aus der Jörg den Titel, ich will ihn eigentlich ganz lesen, ne? Das Live Bats and Birds, das geht um Fledermäuse, an dem Fischel. An den Innertitel ist Providing Bed and Breakfast for Bats and Birds. Und ich fand den Providing Bed and Breakfast, also wirklich der Lebensraum Bett, da wo geschlafen genießt wird, das, was wir als Menschen auch brauchen, ein Breakfast wirklich diesen. Das fand ich möchte ein Lien zu uns als Menschen. Und das ist, was wir brauchen. Wir müssen das können mit diesen Landschaften identifizieren, die sollen möglichst vielfältig sein, für das nicht nur für uns ein flott sein, wir für allem, dass wir auch die Vielfalt, die an der Landschaft wohnt, die ein Teil ist von uns, dass wir die können erhalten. Und ich fand den Titel hier, die möchte auch den Lien nicht nur mit dieser flotten Landschaft, sondern auch mit dem Tourismus, wir alle Guten hier in der Region, gerade weil ich schon am Musel sehe, mit dem Weihbau, wir auf der anderen Seite aber auch mit dem Flotten, diversen Hannerland bis hin an den Müllerdal, wo wir wirklich bungerte Regionen haben, die früher immens bekannt waren, wo wir immens viel bungerte verloren haben, das ist wirklich etwas, das brauchen wir auch als Menschen. Ich denke, das muss uns bewusst sein, an diesem Projekt, an der Flotterpräsentation, die wir haben, da sehen wir die Lien zu der Vielfalt auch an der Landschaft, und ich bungerte so, und dann haben wir auch ein Abazul und Ahlen, Sorte von Äpfel, von Bieren, von Kiesten, die man an sich hier in der Region kennen und die gilt auszubauen. Aber so ein Schlott fand ich auch, und das ist manchmal in der Präsentation noch deutlich gegeben, und Georges hat durchgesucht, dass heute in, von der EU kofinanziert, die EU gibt 60% von einem in über 6 Millionen Projekt. Das Umweltministerium finanziert natürlich gerne mit über 2
Millionen Euro. Ich meine, das ist ein Projekt, das wir auch müssen an der Konnexion sehen mit den anderen Akteuren. Und ich habe dann auch im Komitee ganz klar auch die anderen Akteuren dabei. Und der Jörg hat es auch genannt, das ist nämlich nicht nur Naturverwaltung, sondern das sind auch biologische Stationen, die SIAS und der Müllerdal, die auch parallel dazu noch ein paar andere Projekte machen, sie wird im Bereich von der Bungert, wo wir ganz großen haben. Da geht es immer um die Hallen an dem Neupflanzen. Wir brauchen nämlich beides. Wenn wir so viele Bungerte verloren haben, weil die Biodiversitätsverlust dann schwingen. 2019 hatten wir von einer ONG ein Todesanzeige an der Zeitung, wenn es da Brunnen bräuchten und schwingen. Das ist eben das, was man muss stoppen. Den Negativtrend von einer mehr langweiligen Landschaft, die auch uns nicht gut geht. Und das ist etwas Wesentliches hier am Projekt. Und dafür sind wir mit allen Mitteln, auch aus dem Umweltministerium, zusammen mit der Naturverwaltung am Gängen, zu schaffen. Und zwar nicht nur in unseren Plan, wie im dritten Naturschutzplan, mehr, und ich meine, dazu der Hautfleisch gelesen, wir haben auch noch rezent also Pollinisatoren, also Bestübserplan, Ugerhol an der Regierung, wo wir uns eben auch die Leute heimsetzen für den Insektenschutz. Da gehen auch gezielt Projekte in Insektenreich, aber wir eher Monitoring an die anderen Monitoringen, die an den Naturparken in NRW sind, wenn wir all die Donnen kollektieren, da kriegen wir immer mehr ein deutliches Bild. Das erinnert uns an die Urgence zu agieren. Gesagt, ihnen aber dann auch nicht hoffentlich und zu einem Ende von seinem Projekt, dass er da, wo er konkret an den Naturschutz investiert, da, wo man konkret mit der Landwirtschaft am Kader für den Biodiversitätsvertrag, am Kader von einer guten Zusammenarbeit, am Kader für Bungerten, Agroforestrie, Heckepflanzen, dass man da auch Chancen abmachen für eine andere Landwirtschaft, erweisen, dass die das Geld, das investiert wird, gut ankommt, weil man dann noch den einen oder anderen erfolgreicher, wie heute schon auf verschiedenen Bungerten beim Steghals können weisen. Dafür, merci für die flotte Präsentation. Wir werden weiter schaffen. Ich merke noch, dass ich heute so lange in einem Jahr gesehen habe, nicht nur mit den Projekten, die ich gewesen gesucht und erwähnt habe, Pollinisateurenplan und so, und Naturschutzplan, mehr wie 100 Hautakteure, und die Bande meine ich auch mit an, Natura 2000, Komitee Pilotage und damals am Naturschutzgesetz von 2018, die ehemalige Chance gehen, dass man auch nach Animateuren nervt, also Verwaltungen an nervt, also ONG und auch andere Regionen haben. Aber das noch verbunden mit denen viele Leute, die auch werden helfen am Kader vom Naturpark, innerorts und außerorts, wo man Gemengen mit auf den Weg holen, für mehr Naturschutz zu machen, ob hier im Territorium, für auch nicht zu helfen, Multiplikation zu sehen für den Outreach Richtung Landwirtschaft, wenn wir das alles umsetzen, gemeinsam, da sind wir überzeugt, dass wir die Biodiversitätsverlust, und darum es geht heute, können stoppen und dass wir auch können künftigen Generationen so, und dass auch sie dieselbe Chancen haben, weil die Großkrisen, die verstoppen sich nur eine Zeit lang nach Corona, wir sind immer noch da. Und das ist einfach nur mal, dass wir am Gang sind, also Planet, was in irgendeinem Arsch aufzusehen, also Planet zu zerstören. Und da muss man dagegen schaffen. Und dafür will ich abhalten, an dem sich ich ein ganz, ganz großes Merci so an denen Leuten, die Kippen, die heute 100 Stierchen, die heute all das zu schaffen. Und vor allem auch denen Leuten, die am Benevolat heute helfen, so Projekte mit umzusetzen, die vier uns zu treiben, die hier sitzen und hier einen Ofen mit uns verbringen und dafür und auch all denen, die sich ungelöstert tun, für uns hier einen Screenen, werden wir zuerst zu erzählen. Und wir brauchen nicht alle Guten, viel gemeinsam den Naturschutz, den Schutz von der Vielfalt, heute zuletzt noch hier zu treiben. Und du machst das eine sehr große Merci. Vielmals Merci für die flotte Feder. Und ich ging halt voll in einke frohen, ob noch ein paar frohen da wären oder auch ob online aus scheinbar nicht kommen, wann Lohai von ihrer Seite aus kein ob frohen mehr da sind. Danke auf ihr Geduld, auf ihr schönen Frohen und ich hoffe, tut euch gefallen, aber danach so weiter frohen wird, wir sind natürlich auch noch weiter auf ihr da und könnt auch gerne als Internetseite gucken, wo ihr noch für mehr Infos zum Projekt kriegt. Vielmals merci. So, Madame Minister, lebt Carol, lebt Leute alle gut. Bei meinem Schulmeister schon sieht, ich soll mich kurz fassen. Da folgen ich auch dann her, ich möchte runter. Ich rede mich trotzdem nicht nur, um alle gut begrüßen zu können. Alles, was ich nur zu hören habe, da fand ich, ich hänge eigentlich an ganz viele Punkte zurück. Wir sind ein Gemeng,
die haben mehr wie 30 Quadratmeter gehört. Wir sind angebettet zwischen Musel, Weiheren, Wengerten, Felder, Büsch. Natürlich, wir haben eigentlich quasi alles zur Freiheit, was wir haben. Und auf verschiedenen Naturschutzgebieten, sie haben auf der Baggerweiheren, hier sind Grof, der Stromberg, der Kurbendelch. Ich meine, das sind alles Plätze, wo ihr ganz viele Tiere finden, die auch eigentlich Gehege gepflegt sind. Aber auch ganz viele Leute, und ich meine, dass sie auch flott, wie wir hier eben halt fanden, und davon profitieren. Auch eine Maßnahme, das kann ich aber heimlich denken, so, und das ungeschwert gehen von Pflanzen. Wir hatten die letzte Jahre Aktion in der Gemeinde laufen. Man sieht es zusammen, wo man die Leute so um zur Verfügung gestellt hat. Natürlich, die Leute konnten sich schmellen, und wir haben über 500, der tut so um die Leute zur Verfügung gestellt, wo man dann eben gefroht hat, für die Leute dann eben einheimische so um. Du eben sollte sehen, was man natürlich auch als Gemeinde gemacht hat, wenn man eben meine Bedeutung davon erkennen, wie natürlich möglich geht, wenn man eine Flasche hat, das dann ein bisschen mehr groß zu machen. Ich meine, wir sind dort auf dem Weg ganz aktiv in der Weg. Und Herr Borri, wenn wir noch eine neue Gärtner fahren, sind wir überzeugt, dass wir da auch nach Führung kommen. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich gebe mich kurz halten. Merci, dass ihr noch von da hineingekommen seid. Der Bäumeister hat bei so Veranstaltungen für einen engen Aufgaben, dass ich auf ein Päckchen Weinprodukt aus der Region zu invitieren. Das gebe ich dann auch ganz gerne heim zu machen. Sondern ein paar Merci für die flotte Organisation, wenn ich auf den Georges gucke. Ich meine, Georges, wir sind nicht so regelmäßig. Wir haben noch kein Problem mit den Nähen. Wir fanden eigentlich immer eine Lösung. Und wir sind eigentlich, meine, da könnt ihr dem anderen ganz gerne entgehen, dann auch das Projekt vom Mediterranen gehört zur Schweiz, wenn ihr selbst seid. Immens flott, das geht nicht von den anderen Projekten alle gut zu schwätzen, wo dann noch den Busses Joss, und ich so, just Joss, weil, wie gesagt, Joss war mein Schulmeister, und wir kennen ihn schon ganz lange, und ich weiß, weil der Joss für die Gemeinde hier am Punkt der Natur, und nicht nur für die Gemeinde, für die ganze Region gemacht hat, und ich bin noch überzeugt davon, dass er einen Freude wird machen. In dem Sinne, merci, dass ihr alle genug da gekommen seid. Und dann, wie gesagt, hoffentlich, dass wir uns bei einem kleinen Patchen noch begegnen. Merci.